Hallo und willkommen zurück auf dem Kanal. Euer Wiki ist wieder am Start. Es geht weiter mit dem zweiten Teil von Bellride. Ich habe die Keule noch hergestellt und wie ihr seht, ist voll cool. Ihr tragt die Sachen direkt bei euch und guckt euch mal die Animation an. Das ist echt cool. Das ist die Fackel. Und wir könnten auch beides gleichzeitig tragen. Das finde ich gut. Aber wir gehen jetzt erstmal zu Dobrun. Ich bin gespannt, was der uns jetzt erzählt. Aber ich glaube, es ist gar keine so schlechte Stelle. Vielleicht gehen wir später dann doch schon in Richtung Wasser. Und ja, ich bedanke mich schon mal im Voraus für Likes und Kommentare. Wie ich jetzt ja schon im ersten Teil gesagt habe, ich nehme jetzt gerade direkt frisch nacheinander auf. Okay, da steht jetzt zum Beispiel als Info. Wir sind Fremder. Wir haben 0 von 100, ich gehe mal davon aus, Reputation, wenn wir von Medieval Dynasty ausgehen würden. Und es ist besetzt. Ihr könnt nämlich später auch andere Siedlungen angreifen. Ich hoffe, wir kommen in den 72 Stunden halt auch so weit. Das wäre richtig cool. Und das Wetter ist auch echt schön. Ganz krass wäre es jetzt noch, wenn eure Klamotten und alles nass werden würde. Das wäre anders wild. Ah, wir haben hier einen Händler. Okay. Wir müssen aber mit Dobrun sprechen. So. Schon wieder du. Gib mir eine Chance, dein Vertrauen zu verdienen. Wenn ich versage, lasse ich dich in Ruhe. Ich sage euch was. Wir haben tatsächlich ein Problem, das ihr zu lösen versuchen könnt. Wenn ihr bereit seid, natürlich. Fahrt fort. Um was geht es? Es wird hier kalt, besonders in der Nähe der Berge. Wenn wir uns warm halten wollen, brauchen wir dafür Felle, Hasen- oder Wolfspelze. Aber unser Jäger, wie ihr seht, nun, wir hatten eine kleine Auseinandersetzung darüber, wie die Dinge im Dorf in puncto Bezahlung funktionieren sollten. Aha. I'm guessing you couldn't agree that little issue. He doesn't want to work with us anymore, but Herden must dispense to him to provide. Ja, okay, jetzt ist es wieder auf Deutsch. Wenn du uns noch Kaninchenpelze bringen kannst, wäre das sehr willkommen. Aber wir können nicht verlangen, dass du das jeden Tag machst. Wir wollen uns da selbst versorgen mit dem Fangen. Okay. Die Priorität sind die Felle und der Kaninchenpelz wäre ein Bonus. Kümmere dich darum, dann werde ich deine Bitte prüfen. Wir werden sehen, was ich tun kann. Wo finde ich den Jäger? Warum habe ich das Gefühl, dass viele Prüfungen auf mich zukommen werden? Go speak with Amelia. She's a bit of a troublemaker, but her heart... Ich kann nicht so schnell lesen. She has a good relationship with... Okay. Das werde ich tun. Ja, wie ihr seht, es ist nur so halb übersetzt. Aber es ist übersetzt zum Teil. Finde ich jetzt nicht so schlimm. Wie gesagt, ich lese dann halt nicht alles vor. Hallo, Amelia. Sei gegrüßt, Fremdling. Sagen Sie mal, haben wir uns schon einmal getroffen? Ihr Gesicht kommt mir so bekannt vor. What can I do for you, Lombard? Did you know him? Fortunately. I need to find him. He's in the forest, just up the hill. Perhaps bring a book so you have something to do while he rants at you. War das nicht der, wo wir vorher gesehen haben? Ja, tatsächlich. Okay, hey, entschuldigen Sie. Ja, dann gehen wir jetzt mal zum Jäger. Ich habe die Hoffnung, dass wir vielleicht einen Bogen von ihm bekommen könnten. Nutze Info an euch. Also ich habe vorher einen Baum gefällt. Da draus kriegt ihr einen Holzscheit, ne? Der braucht einfach mal 6 Slots. Ne, 9 Slots, Entschuldigung. Wir machen jetzt... Das können wir später übrigens auch unseren Siedlern geben. Aber ich brauche trotzdem in Kochen was. So. Jetzt, wo ich die Grafik ganz hochgestellt habe, sieht das Wasser schon echt gut aus. Schreibt es doch mal gerne in die Kommentare, wie ihr es bis jetzt so grafisch und so findet.
Ah ja, okay, das ist zu nah am Dorf. Ja, wie ihr es bis jetzt grafisch findet oder so allgemein vom Aussehen her. Also ich kann über das, was mit der Übersetzung ist, kann ich, bin ich fein mit, ist okay. Weil, wie gesagt, ich habe nicht mal damit gerechnet. Das eigentlich hieß es, dass es gar nicht übersetzt wird. Erstmal jetzt zu der Closed Beta. Aber deswegen bin ich da vollkommen fein mit. Ich verstehe Englisch, ich spreche es auch. Nur lesen tue ich es halt nicht so schnell. So, Freiherr. Was suchst du hier? Es ist gefährlich, allein durch den Wald zu streuen. Hast du nichts von den Wölfen und Briganten gehört, die hier ihr Unwesen treiben? Du siehst nicht wie der Jägertyp aus. Was machst du hier? Elder Dobron sent me. He asked for traps. If you have them, the people harden me. Wölfe und Banditen treiben sich in der Gegend herum. Reiten die Banditen auf den Wölfen oder so? Dobron has no respect for my craft. He doesn't value everything I've contributed to that damned village. And until he does, they can fend for themselves. Leute, es wäre der Hammer, wenn dieses Spiel einfach später auch auf Deutsch vertont wäre. Das wäre krass. Kannst du mir wenigstens helfen? Ich muss irgendwie das Vertrauen vom Ältesten zurückgewinnen. Ich will... im Dorf will keiner mit mir reden. Wenn du dir Sorgen um mein Wohlergehen machst, dann solltest du mir helfen. Ich brauche Fallen und Kaninchenpelz. Du bittest um Hilfe, weißt aber nichts über mich oder das, was ich durchgemacht habe. Ich war ein geächteter Teil der Gemeinschaft. Ich hätte sogar Ältester werden können, wenn ich gewollt hätte. Aber sie haben mich herabgewürdigt, weil ich mich weigerte, ein Sklave von Ashbons Marionette zu sein. Also habe ich das Dorf verlassen, habe trotzdem noch versucht, von außen zu helfen, habe denen Pelze und Essen gebracht und Fallen gebaut, aber die wollten mehr. Als ich nach besserem Lohn gefragt hat der Älteste mir einen Korb gegeben und sogar damit gedroht, dass er mit dem Briganten über mein Benehmen sprechen wird. Ah, das hört sich echt hart an. Ja, well, the fine people of Herndine don't agree with you. That's why I want to leave that life behind. Wie meinst du das? Wir wollen eine Abmachung treffen. Ich brauche Fallen und ich kann euch beibringen, wie man sie baut, damit ihr kleinere Tiere fangen könnt. Das ist gut. Du siehst aus wie einer, der anpackt. Weiß nicht warum, aber irgendwie merke ich, du hast eine Menge am Laufen in der Rübe. Ich glaube, das ist möglich. Komm zurück, sobald ich Obdach für dich gebaut habe. Ach, der kommt zu uns? Okay. Baue Wohnzelt, ein Platz zum Schlafen. Hütte, Wohnzelt, Lager... Ah! Es gibt ein plumps Klo. A place where you can get rid of him. Müssen wir ihm jetzt eins bauen? Oder bauen wir das jetzt bei uns hin? Jetzt wäre halt die Frage. Ah, bauen wir das bei uns hin oder bei ihm? Das wäre jetzt die Frage. Ach komm, wir bauen es ihm hier hin. Naja, ist auch das... Ja, komm. Wohnzelt, Baumaterial hinzufügen. Okay, wo ist das Ding zum... Wir brauchen Holzscheite. Also, gehen wir mal... Jetzt werdet ihr auch gleich mal sehen, wie es Holzfällen im Moment noch aussieht. Also, ihr müsst auf jeden Fall immer in die Richtung. Wir können die Maustaste auch gedrückt halten. Und dann fällt irgendwann der Baum um. Und dann hackt man natürlich dann nochmal drauf ein. Ah, da, Holzscheit aufheben. Jetzt. Okay, man muss ihn doch nicht klein machen. Das werden wahrscheinlich gleich, wie ihr seht, also das ist ein Jenseitsding. So, Holzscheit. Uha, nicht, dass ich ihn aus Versehen erwische. Also ich bin bis jetzt echt sehr begeistert, muss ich sagen.
Also ich würde aber auch ganz gern die Axt mal wegpacken. Ich habe Angst, dass ich dem Typ aus Versehen ins Gesicht hacke. So, dann brauchen wir noch einen Baum. Dann machen wir doch... Ach, hier können wir die Sachen hinzufügen. Okay. Es schwebt halt ein bisschen in der Luft, das ist aber nicht so schlimm. Interessant wäre es jetzt, wenn wir tatsächlich, also wenn er direkt helfen würde, ne? Achso, ich sollte es ja auch einfach aufheben. Ah ne, wir müssen doch klein schneiden, okay. Ja. Na? So. Geh kaputt. Okay. Und jetzt können wir es aufheben, oder? Nicht handfernten. Holzscheit aufheben. Ah, okay. Ja, also wenn es euch gefällt, Wishliste das unbedingt. Wishlisten auf Steam ist ganz wichtig. Nein, ich habe keinen Link. Ich verdiene damit kein Geld. Nur als Info für euch. Aber Wishlisten ist für die Game-Entwickler auf Steam ganz wichtig. Je mehr Leute die Spiele wishlisten, desto mehr wird das Spiel promoted von Steam an sich selber. Und das wäre schon doch schon sehr wichtig. Flachs brauchen wir noch. So müssen wir richtig Richtung in unser Haus. Das war doch, glaube ich. Ja, es ist hier unten direkt, genau. Dann nehmen wir nochmal Flachs sammeln. Ich weiß es nicht, ob es sinnvoller gewesen wäre. Wir hätten ihn tatsächlich direkt zu uns getan. Und ich glaube, wir sollten mal wieder hier was essen. Komm, wir machen das gleich mal. Ah, mehr geht nicht. Okay, dann. Hä? Labor. Ernte? Ah, wir können gerade noch nicht. Okay. Ist okay. Gut zu wissen. Also, Flachs ernten. 2, 3, 4, 5, 6. Gut. Dann wieder zurück. Ich finde die Animation, wie er die Axt rausholt und so, echt cool. Also ihr könnt übrigens entweder nur die Axt und die Fackel oder die Axt und die Keule mit euch rumtragen. Mehr geht nicht, weil ich denke, das letzte wird dann ein Slot für einen Bogen sein. Gehe ich jetzt mal schwer von aus. So, dann können wir das gleich hinbauen. Ah, dass es ein Klo gibt, ist witzig. Also ich muss ja sagen... Wohnzeltbaum. Ah, okay, jetzt brauchen wir noch Holz. Nur noch Holz? Ah, jetzt. Das finde ich schon faszinierend, dass es ein Klo gibt. Ich bin gespannt, ob die Leute es tatsächlich auch wollen, beziehungsweise so brauchen, dass die glücklich sind. Also klar, ein gutes Klo, da beschwert sich niemand. Und lieber ein Plumpsklo wie ein Wald oder so, aber schreibt doch mal gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Also irgendwie feiere ich's. Also in Medieval würde ich mich ja schon allein dekotechnisch über ein Plumpsklo freuen. Okay, ich brauche nochmal... Wie viel Holz brauchen wir noch? Eins. Eins Holz. So, dann... Hier liegt doch bestimmt noch rum. So, stecken. Dann bin ich jetzt mal gespannt, was da passiert. Wir brauchen mehr Holz. Okay. Oh, ich nehme mal noch ein Pilzchen mit. Ich hoffe, davon wird es uns nicht schlecht oder so. Oder wir sind vergiftet und sterben einfach direkt. Das wäre schon leicht traurig. Ah, okay, so ein junger Baum gibt gleich 4 Holz. Das ist gut. Okay, dann müssen wir doch jetzt fertig sein. Okay, ist fertig. If you have people that need a shelter, build them a tent. Can only accommodate 2 people, so build enough. Ah, okay. Gut, geht zurück. Ach, wir hätten tatsächlich das Ding bei uns bauen können.
Das Ding hat ein Lager, Silo verwalten. Okay. In dem Fall ist er noch ein Stück von uns jetzt entfernt. Gibt's gute Neuigkeiten? Ist mein neues Zuhause fertig? Ah, und so kriegen wir... Ah, das sind die Stats von ihm. Und du brauchst extra Ansehen. Okay. Ja, ich bin bereit. Ihr könnt euch mir anschließen. Ihr könnt... Könnt ihr mir jetzt beibringen, wie man Fallen baut und wie sie funktionieren? Machen wir uns an die Arbeit. Baue den Forschungstisch für mich und dann zeige ich dir, wie man es, wie es gemacht wird. Und denk daran, wenn wir sie bauen, solltest du in dichten Wäldern platzieren, um die Chance zu erhöhen. Okay. Wird gemacht. Okay, das Ding hätte ich tatsächlich da unten bauen sollen. Your village and queen is decided to be rose. A worker fulfilled. Läuft der jetzt mit uns mit? Hier, Siedler verwalten. Zuweisung aufheben, da kann man ihm Sachen reintun. Kann ich dir irgendwas... Bleib mal da. Kann ich derzeit in der Funktion begleiten? Ah, Arbeiter, wach... Wir können sogar auf sein... Wir können auf sein Inventar zugreifen und sehen. Krass. Verstoßen, wow. Krass, okay, dann komm mit... Das heißt, der läuft uns jetzt sogar hinterher. Das heißt, wenn wir jetzt sagen, Kuh, läuft der uns echt hinterher. Das heißt, wir gehen jetzt zu unserem Zelt, bauen den Forschungstisch. Ah, das ist krass. Okay, ist cool. Das feiere ich jetzt. Damit hätte ich jetzt echt nicht gerechnet. Krass. So. Das heißt, wenn es hier auch Raids und so weiter gibt... An Lagerfeuer wäre schon auch gut. So, Forschungstisch 2, 10, 5. Okay. Den würde ich ganz gerne hier hinstellen. Und einfach nur... Hätte ich hier auch ganz gern... hier noch ein Lagerfeuer tatsächlich. Kann ich jetzt sagen, Junge... Arbeiter... Autonomous produce and harvest other goods fleece... Dangerous, Wache. Wenn ich jetzt sag, Müßiggänger, gehst du jetzt einfach. Das muss ich testen. Wenn ich das jetzt hier reinschmeiß. Ah, das kann man durchscrollen. Cool. Rohe Steine und Holz. Okay, wir brauchen Flachs. Geht er jetzt Holz fällen oder was macht er? Also wir müssen auf jeden Fall erst den Forschungstisch bauen. Das hat auf jeden Fall Priorität. Ist ja auch okay. Ich glaube, es war natürlich keine schlechte Idee, tatsächlich jetzt direkt hier zu bauen, wo das ganze Flachs ist. Weil wir brauchen ja eh so viel. Ja. So, Flachs. Brauchen wir ja auch Flachs? Ne, wir brauchen nur noch Stein und Holz. Holz und Holzscheite. Okay. So, dann würde ich mal sagen, Baum schneiden. Na? Die Animation ist okay. Klar, ich würde es natürlich noch feiern. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel an Sons of the Forest oder so was denken würdet, ne? Wisst ihr ja, die, wo es kennen, du siehst halt einfach die Einschläge im Baum und so weiter. Das wäre schon cool, aber es ist ja kein Muss. Für das, dass das Spiel natürlich realistisch angehaucht sein soll, beziehungsweise ein realistisches Spiel sein soll, wäre es wiederum doch schon wichtig, meines Erachtens. Oder wie meint ihr das? So, noch einmal, oder? Nochmal? Ah, okay, Inventar ist voll, dann würde ich sagen... Holzscheit hinzufügen, Forschungspult Bau errichten. Ach so, jetzt habe ich es verstanden, dann geht das... Ah, okay, ihr könnt das selber bauen. Oder halt einfach nur die... Oder einfach nur die Sachen dann sozusagen automatisch bauen. Also wir können jetzt auch einfach sagen, hier, okay. Hier nochmal hinzufügen, den einen Holzscheit und dann...
Brauchen wir noch 5 Holz. Was brauchen wir hier noch? Hier brauchen wir Rohsteine und normales Holz. Okay. Dann müssen wir hier die jungen Bäume ja pflanzen. Fällen. Das sind 3 Holz. 4, 5, 6. Okay, dann nehmen wir den nämlich auch noch gleich mit. Na? So, und ich glaube, hier liegen auch noch Steine, wenn ich noch richtig dran war, ne? Stein. Noch ein Stein. Ah, zu kurz. Du darfst echt nicht zu früh aufhören. Okay, wir brauchen... Müssen wir gleich nochmal zurück. So, Forschungstisch. Oi. Okay, Forschungstisch haben wir fertig. Ich habe aus Versehen noch den Forschungstisch eingeprügelt. Holz hinzufügen, Rohstein. Wir brauchen noch 2 Steine. Da haben wir einen. Und da hinten war noch einer, weil ich finde, das ist... Also ich finde es wichtig, ich hätte gern Licht nachts und zwar ein bisschen mehr. Ui. Rohstein, den will ich... Ach, heb's doch auf. Rohsteinbeute. So, okay. Oh, ist auch... Oh, das sieht so gut aus, Leute. Das sieht so gut aus. Okay. Dann... Das hier auch noch dazufügen. Das sieht schon cool aus. So, und dann kann man jetzt hier das Ganze so... zusammenschustern und dann... Hat er gerade gebaut? Ja, tatsächlich, er baut. Das ist cool. Nice. Pilz hinzufügen, Fisch. Ah, und dann können wir das Ganze... Das muss ich testen. Ach, das kann man da drauf stülpen. So, dann kannst du das Feuer anmachen und... Ah, ja, okay. Research Small Trap. Kleine Falle, Sammellager, Holzfäller, Stand... da sehe ich mich, Alter. Cool, Forschung läuft jetzt. Okay, wie funktioniert das jetzt? Dauer 20 Sekunden, oder wie? Erforscht. Ah, Arbeiter werden automatisch zugewiesen. Stelle sicher, dass du genügend ab. Ach, das kann ich nicht selber erforschen? Das heißt, ich könnte jetzt... Untersuchst du das dann? Ha. Huh. Gebratener Pilz. Okay, geht noch nicht. Na gut, ich versuche mal herauszufinden, wie das funktioniert. Und dann sage ich, wenn es euch gefallen hat, lasst natürlich einen Daumen nach oben da. Und dann sehen wir in der nächsten Folge natürlich uns wieder. Und abonnieren nicht vergessen. Und euer Vicky sagt, tschüss, bis zum nächsten Mal.